Mein Name ist Chris Barbecue. Ich bin Survival-Experte und zeige euch in dieser Sendung einige Techniken für das Überleben in der Wildnis. Mein Team setzt mich in der Einöde aus und ich muss mich alleine ohne technische Hilfsmittel zu einem vereinbarten Treffpunkt durchschlagen. Heute bin ich im Teufelsmoor. Über 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. Es ist also ziemlich dicht bevölkert. Man würde keine Landschaft erwarten, die wir für diese Sendung brauchen können. Ich beweise euch das Gegenteil. Folgt mir auf einer Reise in die Wildnis. An einem heißen Sommertag springe ich direkt über dem Teufelsmoor ab. Doch beim Landeanflug erwischt mich eine Windböe. Verdammt! Das lief leider ziemlich schlecht. Ich habe die Ostwinde unterschätzt. Wir sind hier mitten im Wald. Der Untergrund ist ziemlich sumpfig. Ich muss erstmal hier raus. Das Teufelsmoor ist ein fast unbesiedeltes, von der Eiszeit geprägtes Gebiet im Bundesland Niedersachsen, nördlich der Stadt Bremen. Um hier längere Zeit zu überleben, gibt es genau drei Möglichkeiten. Entweder man kennt wie ich die richtigen Survival-Techniken, man hat pures, unverdientes Glück oder man trägt Hörner und einen Pferdefuß. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Seht euch das an, das ist klasse. Hier gibt es wilde Blaubeeren. Das ist eine extra Portion Vitamin C, K und B6 für mich. Davon nehme ich einige. Und die sind ziemlich lecker. Ich muss mich erstmal durch den Wald schlagen. Wenn man wirklich hungrig ist, lohnt es sich immer, unter Baumrinde nach Essbarem zu suchen. Seht euch das an. Dieser kleine Freund hier enthält 5-mal mehr Protein als Rindfleisch. Gut für mich. Schmeckt wirklich schrecklich. Das dürfte ein Mittagessen für heute gewesen sein. Gehen wir weiter. Dies ist ein alter Torfkanal. Die Natur hat sich ihn zurückgeholt. Perfekt. Der Kanal wird mich zum Fluss weiter im Westen führen. Okay, jetzt haben wir den Wald verlassen und erreichen das Herz des Teufelsmoors. Ist dies nicht eine wunderschöne Landschaft? Ich liebe das. Berühmt wurde diese traumhaft schöne, weite Landschaft durch Maler, die sich im 19. Jahrhundert von ihrer besonderen Lichtstimmung inspirieren ließen und vor der Natur malten. Seht euch diese beeindruckenden Tiere an. Das sind wilde Teufelsmoorbüffel. Mit diesen Typen legt man sich besser nicht an. Leider kann ich von denen noch keinen essen, weil sie streng vom Gesetz geschützt sind. Ich werde sie also lieber in Ruhe lassen. In weiten offenen Landschaften wie dieser ist Orientierung für die korrekte Navigation das Wichtigste. Und der Baum da vorne ist perfekt dafür. Hier nutze ich eine Technik, die ich von einem alten Maori-Häuptling gelernt habe. Ich muss mir Zeit nehmen, mich zu entspannen. Ich bringe mich durch Meditation in eine Art Alpha-Zustand. Dann lasse ich meinen Blick über die Landschaft schweifen und präge mir jedes Detail, jede Landmarke ganz genau ein. Auf diese Weise entsteht eine dreidimensionale Landkarte, die ich mir jederzeit wieder ins Gedächtnis rufen kann. Ich bin leider nicht mit einem fotografischen Gedächtnis gesegnet, aber diese archaische Technik hat bis jetzt noch nie versagt.
Schaut euch um. Diese unglaubliche Landschaft ist total flach. Mit einer Ausnahme. Schaut da hinten. Das ist der Weiherberg. Er ist nur etwa 50 Meter hoch, aber aus der total flachen Landschaft ragt er auf beeindruckende Art heraus. Es ist ein mythologischer Ort. Für die Ureinwohner des Teufelsmoors ungefähr so bedeutsam wie A.S. Rock für die Aboriginals. Jetzt folgen wir weiter dem Kanal, der uns zum Fluss führen müsste. Ah, klasse! Das muss die Hamme sein. Das war früher eine Handelsstraße für Torf in dieser Region. Eine sehr wichtige Wasserstraße. Aber heute ist dieses Gebiet völlig verlassen. Ich muss weiter nach Westen. Heute macht es keinen Sinn, ein Floß zu bauen. Die Moorbauern, die auf diesem Fluss unterwegs waren, lebten vom Torfabbau. Sie verschifften den Torf nach Bremen und verkauften ihn dort als Heizmaterial. In der Blütezeit waren hier über 750 Torfkähne unterwegs. Okay, das wäre geschafft. Ich mache das Beste aus der Situation. Ich lasse die nassen Sachen an. Das wird mich für die nächsten 2 bis 3 Stunden kühlen. Das Hochmoor wird auch Regenmoor genannt. Das hier gespeicherte Wasser ist Regenwasser, das in den Torfmoosen wie in einem Schwamm gespeichert wird. Achtet auf das Volumen. Unglaublich, wie viel Wasser das Moor speichern kann. Der Anteil des Wassers im Torfkörper kann bis zu 97% ausmachen. Im Teufelsmoor gibt es beeindruckende Dinge. Das hier ist Schwingrasen. Und er trägt seinen Namen zurecht. Ich habe immer noch ziemliche Kopfschmerzen wegen der verunglückten Landung. Was wir hier haben, ist ein natürliches Schmerzmittel. In der Rinde ist tatsächlich ASS. Das wird mir gut tun. Das hier ist die typische Teufelsmoorlandschaft. Da wächst Moorwald auf dem Hochmoor. Hier ist auch Niedermoor. Die Torfschicht hier ist bis zu 12 Meter hoch. Das Moor wächst etwa 1 Millimeter im Jahr. So bekommt ihr eine Vorstellung davon, wie alt der Boden ist, auf dem wir hier stehen. Ich bin jetzt schon ein paar Stunden durch diesen Moorwald gewandert. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Aber die Regel lautet, habe einen Plan und halte an ihm fest. Das bedeutet, dass ich weiter nach Westen muss. Und es bedeutet auch, dass ich da durch muss. Hier bin ich wirklich in Lebensgefahr. Das ist tiefer, als ich dachte! Wenn ich hier nur einen Fehler mache, kann man mich wahrscheinlich in einigen hundert Jahren als gut erhaltene Moorleiche in einem Museum bewundern. Ich werde nach unten gezogen. Ich sinke immer tiefer ein. Das Wichtigste ist, jetzt nicht überhastet zu agieren. Man kann hier nicht durchgehen. Man muss eher versuchen zu schwimmen und das Gewicht zu verteilen. Ich spüre einen richtigen Sog. Ich muss so ruhig wie möglich bleiben. Auch das habe ich überlebt. Gute Sache. Ich schlage mich weiter durchs Moor. Es ist seltsam. Die Vegetation wird immer dichter. Was zum Teufel ist das? Das hier habe ich nicht erwartet. Diese Pflanze stammt aus Südamerika. Sie gehört nicht hierher. Ich weiß nicht, warum sie hier ist, aber ich weiß, sie wird meine Orientierung nicht leichter machen. Sind wir hier im Dschungel oder was? Stundenlang quäle ich mich schon durch dieses Labyrinth.
Das war der teuflische Teil des Teufelsmoors. Wir sind zurück in der großen Weite. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier schon war. Das passiert heute zum ersten Mal. Ich habe mich zwar an die alten Maori-Regeln gehalten, trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Was zum Teufel? Mein Gott! Zivilisation! Wow! Stopp! Bitte halt an! Fahr nicht weg! Ich bin so froh, dich zu sehen! Das ist Jan Daniel Welbrock. Den kenne ich von einem früheren Besuch. Mensch, Chris, wie siehst du denn gut? Hast du dich verloben? Ja, Mann, ich hab mich total verlaufen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Du hast ihm meinen Sohn aber rot besorgen schuld. Wer die dat niemals passiert, sind alle Wege abspielt. Sogar meine Frau nimmt da mit und Vorrat für ihn. Herr Gammel, einen Schatz mit von. Das ist eine gute Sache. Wenn ich das mal vorher wüsste. Nächstes Mal frage ich die Glicks. That's always a good idea, dude.